Okay. Auf jeden Fall. Aber wir kommen, glaube ich. Okay, noch kommen wir Zeug gleich nicht mehr. Diese Lampen habe ich gelesen, wo ich ein bisschen rumgeguckt habe. Ich glaube, das war bei der Folge, wo ich geguckt habe, wie das geht mit, hier, wie heißt es, mit diesen komischen Rätsel da mit dem Auto, mit der Pistole und so weiter. Da habe ich gelesen, dass diese Lampen uns immer den Weg weisen. Hier liegt keine Waffe drin. Okay, der Boden stürzt aber ein. Ach ja, die Tür ist jetzt zu. Kann zwar schön wegbleiben. Nein. Bleib weg. Nein, 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 nein. Ich wette, hinter der Wand steht irgendetwas. Okay, hier stürzt nichts ein. Es ist wirklich anders als wie in der Coop-Kampagne. Ich find's gut. Okay. Die hat aber etwas... Sag mal, will die mich jetzt hier verarschen? Die legt uns hier... Ja, komm, die kann ich gar nicht mal... Ich kann das nicht mitnehmen. Ich will so nicht die Spritze hier lassen. Ich benutze jetzt ein... Ach wo, ich darf das ja nicht, oder? Ist gut gegangen. Naja, sollte man auf jeden Fall nicht zu oft machen. Die lässt uns hier eine Platte, nur eine Hälfte der Platte, wo dann auf römischen Zahlen, glaube ich, die Telefonnummer stehen soll oder was. Looks to be the left half of a stone plate. Something is engraved but broken away. Wir finden auf jeden Fall noch die andere. Aber wo könnte die sein? Wo waren wir jetzt hier noch nicht? Oder wo können wir jetzt hin, wo wir eine... Da können wir jetzt rein. Ich sollte mal lieber nachladen. Ist ein bisschen Munitionsverschwendung, geht aber leider gerade nicht anders. Genau hier. Hier kommen wir nämlich durchs Fenster nach unten. Hier steht aber auch nichts. Okay, ich glaube, das soll wirklich die Telefonnummer sein. In römischen Zahlen auf einer Steinplatte eingemeißelt, also. Mach ich auch immer. Immer wenn ich jemandem meine Telefonnummer geben will, dann meißel ich die auf eine Steinplatte ein. Ich kann jetzt hier aber einfach runterspringen, oder? Gut. Da müsste theoretisch ein Monster stehen. Da ist die Steinplatte auf jeden Fall, die wir brauchen. Ey, hallo, da... Na gut, ich kann die zusammentun. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Da kommt doch gleich ein Monster rausgesprungen. Oh! Das ist neben uns. Das geht natürlich auch. Gut, ich muss jetzt... Oh Gott, ich muss jetzt mal kurz die Waffe fallen lassen. Und weh, jetzt kommt hier irgendein Monster rein. So, auf die 2. Okay. Gucken wir uns mal... Ich muss kurz Notizen machen. Kleinen Moment. Warte, tue ich das mal weg. Das tue ich immer beiseite. Und hier ein paar Krümel drauf noch von Erdnüssen. Kleinen Moment. Geht sofort weiter. So, wo sind die Notizen? Oh Gott, ich kann römische Zahlen eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, das funktioniert schon irgendwie. Also... Ich brauche ein neues... Ach ne, ich benutze einfach die Rückseite. Ich wollte eigentlich nur ein Blatt für Notiz für Crayo 4 benutzen. Okay, wir haben jetzt hier einmal ein V, ein I, ein I, ein V-I-I, ein I-I-I, ein I-X, ein V-I-I und ein I-X. Okay, dann müsste das hier Nummer 5117 3979 sein. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ist IX9?
Was für ein Zufall, dass ich hier gerade noch jemanden im Teamspeak habe. Du, Eddie, ist IX9? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, das ist es. Okay, du bist jetzt im Let's Play. Cool. Gut, er ist eigentlich nur hier gerade noch, weil wir gerade noch Blunts aufgenommen haben. Also haben wir jetzt hier die Nummer 5117 3979. Das müsste die Telefonnummer sein, die wir suchen. Lasse ich das jetzt hier gerade mal so offen. Ja, das müssen wir hier woanders hin tun. Ah, kein Platz, egal. So, 100%ig passiert jetzt irgendetwas. Upsala. Weil wir müssen ja jetzt wieder nach oben. Okay, wir benutzen die andere Tür. Oh, perfekt durchs Fenster gesprungen. You unlock the latch. Aber geht auch die Tür? Nein. Okay, das sieht aus wie so eine Abstellkammer, irgendwie so neben. Ach, guck mal, hier sind wir. Ach, das ergibt auch einen Sinn, warum die von der anderen Seite verschlossen war. Weil wir nämlich jetzt da durchkommen. Okay. Und Monster, wo seid ihr? Oh Gott, ich habe nur noch 3 Muni. Wenn ich jetzt einfach hochlaufe. Ich hab grad ein Monster gehört, oder? Ich höre ein Monster. Hört ihr es auch? Das ist so ganz leise. Ja, das hört man wirklich ganz leise, aber nur. Ich speichere jetzt hier oben nochmal. Ja, ist egal. Ja. Falls wir jetzt hier sterben, weil ich werde jetzt mal nicht nachladen. Einfach durch. Schnell hier rein. Okay. Hat funktioniert. Irgendwas ist doch hier hinter uns. Nee. Atmet Simon gerade zu hart. Das nervt nämlich und es ist sehr, sehr komisch. 5, 1, 1, 7, 3, 9, 7, 9. Anrufen. Oh ne. Der Rollstuhl, Mann. Wo ist der? Der ist doch grad. Ach, der hält das Schild hoch und ich muss gucken, während es blitzt. Muss mich verarschen. Aber ich glaube, das war irgendwas mit 4, 7, 8, 9 oder so. Hallo? Ne, das. Hä? Das war das gar nicht. Lass mich verarschen. Oh! Warte mal, das war hier hinten irgendwo. Wo bin ich denn hier? Da, das hier war es, ne? Oder? Das müsste es hier gewesen sein. Hallo, blitz mal ein bisschen. Jetzt ist er wieder weg, willst du mich verarschen? Ich habe den Code jetzt auf jeden Fall nicht gesehen. Muss ich das nochmal neu an... Ich kann nicht nochmal neu anrufen. Hey, hallo! Willst du mich verarschen? Ich habe den Code nicht gesehen. Kannst du ihn dann nochmal hinhalten? Oder muss ich da jetzt hin? Ich habe den nicht gesehen, also... Ich weiß es nicht. Go to the attic to see if the doctor is there. Attic. Oh Gott, das war... Das ist nicht Atelier oder so? Attic. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den Code nicht gesehen, den er da hochgehalten hat. Go to the attic and see if the doctor is there. Attic, was ist Attic? Ich weiß es nicht. Irgendwie hier oben oder so? Ich speichere einfach nochmal.
Nein, da ist ein Keypad. Toll, ich habe den Code aber nicht gesehen, von daher weiß ich nicht. Ah, hier hat man eine andere Sicht. Man sieht es trotzdem nicht. Warte mal, ist doch hier auf derselben Ebene, oder? Nur dort hinten. Ups. Nur dort hinten, warum? Ich laufe da einfach mal hin. Das ist hier neben. Hier in dem Raum. Hier ist der Rollstuhltyp drin. Und hier schreit's immer noch. Was steht denn da? Staff Quarters. Ich geh einfach nochmal rein. Attic. War das jetzt irgendwie unten oder so? Ich weiß nicht, was Attic ist. Ich gehe jetzt aber einfach mal hier ganz klassisch durchs Fenster. Mache ich nämlich zu Hause auch immer. Laufe ich auch mal durchs Fenster. Alter, warum ist hier der Ton immer so laut hier draußen? Hier ist nichts. Na, warte mal, könnte ich auch theoretisch drüber springen? Nee. Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Speichern wir hier nochmal. Ja, ich weiß, ich speichere jetzt eigentlich voll viel. Ich habe nur noch 3 Schuss, das dürfte für ein Monster nicht reichen. Darum lade ich jetzt einmal nach. So. Was zur Hölle ist Attic? Ich weiß es nicht. Warum leckt's denn hier schon wieder? Ich will nicht, dass es leckt, das ist doof. Hallo? Okay, hier ist niemand. To the Attic, war das vielleicht ganz unten im Keller? The back door is locked. Da kommen wir auf jeden Fall noch wieder raus. Die Hunde schreien voll laut irgendwie rüber. Warum ist hier das Schreien so laut? Ich komme dort aber nicht hin. Gut, wir gehen nochmal nach unten. Ich hoffe mal, dass da irgendwas mit Attic ist. Ich könnte hier heute auch mal schnell hier Google Übersetzer gucken. Ich guck erstmal hier drin. Ach ja, da ging es ja eh nach unten, genau. Auch gleich mal hier. Aber wie soll der Doktor denn so schnell hier hingekommen sein? Das ist doch theoretisch gar nicht möglich. Ah, hier leckt's wieder. I don't need to use this anymore. Das habe ich aber per Zufall jetzt hier rausgefunden. Denn das ist bestimmt was versteckt. Ja, schade. Aber es ist ein Müllsack eingegittert. Gut, das ist also nicht mit Attic gemeint. Aber jetzt wissen wir es schon mal. Dann vielleicht in der Nähe der Bowlingbahn. Hier vielleicht. Ich gucke jetzt erstmal hier dran. Doktor? Hier ist auch zu. Hier dürfte jetzt eigentlich nichts mehr liegen. Oh ne, ist die Grafikfehler. Hier vielleicht? Herr Doktor, sind Sie hier vielleicht? Sind sie hier vielleicht? Oder hier? Gut, hier ist der Doktor auch nicht. Was zur Hölle heißt Attic? Attic, Attic, ja. Was, Attic? Ja, Attic. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Ja, geil.